Hockern haut dich vom Hocker. Was man alles mit dieser überdimensionellen Garnrolle anstellen kann, erfahrt ihr jetzt mit den coolsten Hocker-Akrobaten. So schaut's aus. Ihr glaubt es nicht. Darum geht es heute. Und was man damit machen kann, hier kommt eine fantastische Kostprobe. Philipp. Hannes. Zoe und Stefan haben's mit Hockern. Zirkusartisten gleich, lassen sie die Hocker kreisen, fliegen, rollen, tanzen gar den Hocker-Twist. Ganz lässig, locker, cool. Wer mehr auf Skaten steht oder Breakdance, bitteschön, geht auch. Hat man den Bogen raus, steht Parkour auf dem Plan. Die Königsdisziplin im Hockern. Da haut's auch schon mal einen Meister vom Schemel. Übung macht eben den Meister, auch beim Hockern. Darf ich mich zu euch setzen? Das ist ja relativ einfach bei dieser Sportart, weil man hat seine Sitzmöglichkeit immer bei sich. Ich glaube, das wird auch meine neueste Trendsportart. Wow. Ihr seid ja ein nettes Grüppchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt auf jeden Fall Spaß bei dem, was ihr macht. Ihr seid auf jeden Fall mega trendy, weil die Sportart gibt es offiziell weltweit noch überhaupt nicht. Das ist eine spannende Sache. Wie nennt ihr euch denn? Team, Gruppe, weil Mannschaft kann es nicht sein, weil Zoe, du bist ja als Mädel auch dabei. Ja, man sagt Team, aber man kann auch Freunde sagen, ne? Ich meine, wir kennen uns ja alle. Freunde seid ihr alle, ne? Irgendwie. So sieht's aus. Und du bist sogar, ich sage mal, nicht Weltmeister, sondern das heißt anders bei euch? In dem Fall Meister der Welt, weil es ist halt noch nicht international. Daher nennen wir das so rum. Und entspannt mal, Meister der Welt. Du hast das Ganze auch erfunden. Wie kommt man auf so eine Idee? Ist da Regenwetter, Skateboard kaputt, Breakdancen, keine Lust mehr? Ja, auf die Idee bin ich nicht direkt gekommen, aber ich habe halt das Gerät dazu gemacht, diesen Sporthocker. Okay. Und damit wurde im Prinzip diese Sportart erst richtig möglich, weil normale Hocker sind halt immer kaputt gegangen. Und seitdem es jetzt das gibt, geht's richtig los. Okay, Philipp, du bist auch schon seit einer ganzen Weile dabei. Wie sieht es bei dir aus? Hast du früher Opas Bauhocker genommen oder womit hast du angefangen? Nee, also ich habe das kennengelernt, dann habe ich es ausprobiert und ja, seitdem kann ich nicht mehr aufhören eigentlich. Bin nur noch am Hockern. Voll dabei. Am Hockern. Ein bisschen groß ist er, aber ganz schön leicht. Man denkt es gar nicht. Relativ gemütlich. Seit wann bist du schon dabei, Hannes? Ich bin seit letztem Sommer dabei und ja, macht Spaß. Wo hast du es kennengelernt? Ich habe Stefan kennengelernt. Und ja. Also, ganz, ganz wichtig für euch zu Hause, nehmt nicht Opas Barhocker, der geht nämlich ganz flotte kaputt dabei und da kann man sich auch schnell was brechen. Es gibt nämlich echte Experten-Moves und ein paar Moves haben wir da als Filmchen für euch vorbereitet. Der erste Film, den wir hier sehen, da wird richtig Sport gemacht und zwar, ich glaube, von dir, dem König der Welt sozusagen. Ja, das ist natürlich eher so Parkour-mäßig, also weil umso besser man wird. Am Ende kombiniert man eben alle Tricks miteinander. Hier sieht man jetzt so Breakdance-mäßige Sachen. Also es hat wirklich Einflüsse von ganz vielen verschiedenen Sportarten. Mhm. Also sei es Jonglage, Breakdance, Skateboarden, Parkour und so weiter. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und trotzdem ist es natürlich sehr eigen, weil es geht natürlich auch um Sitzen.
Und dadurch ist es auf jeden Fall spannend. Aber ich meine, jetzt macht man so einen Move und sagt man, okay, ich kann es selber ausprobieren. Gibt es schon so eine Bibel, wo man sagen kann, okay, da werden die Moves und auch sozusagen deren Begriffe dann erklärt, wie man das macht? Ja, also das, die Sprache ist sozusagen im Entwickeln, sagen wir mal. Und, aber man kann sich schon ganz viele Videos anschauen. Keine Ahnung, guck mal auf sporthocker.com oder bei YouTube einfach mal Hocker und Sporthocker eingeben. Da findet man jetzt schon ganz viele Videos, wo man im Prinzip Tricks abschauen kann. Und einfach ja, im Internet gucken. Wir sind ja wirklich blutige Anfänger und wir brauchen keine Bibel, denn wir haben den König der Welt sozusagen, den Weltmeister hier am Start. Und wir sehen ganz kurz noch hier, wie Zoe, was, oh Gott, was ist das denn? Auf einer Mauer, rollend auf dem Hocker. Ja. Wie lange hast du dafür geübt? Es ist so, als ich angefangen habe mit dem Hockern, habe ich sofort angefangen zu rollen. Ich habe gar nicht angefangen zu werfen, sondern zu rollen. Und okay. Deshalb bin ich auch... Ich bin auch eine der wenigen, die... Die rollen kann. Die so gut rollen kann. Bist du eher ein Rollhocker? Und die anderen Jungs sind eher Werfhocker. Ich glaube, ich bin eher ein Sitzhocker. Maximal. Wir haben dich hier am Start. Vielleicht machst du mit uns einen kleinen Workshop. Ich habe vorhin schon mal im Publikum nachgefragt. Da haben Leute auch Lust drauf. Also fangen wir an. Ein paar einfache Moves. Wer hat Lust? Ihr zwei wart's. Kommt her. Einmal gelb und einmal... Ja, rot und gelb, so, machen wir es uns gemütlich. Jetzt wird gehockert, es kann gefährlich werden. Auf was genau, müssen wir denn achten? Muss man auf irgendwas aufpassen? Genau, man braucht ein bisschen Platz. Also, vielleicht gehst du noch ein Stück darüber, dass wir uns nicht dahin. Gegenseitig. Also, das ist wirklich das Einzige, worauf man achten muss. Man braucht wirklich ein bisschen Platz, also so ein bisschen Sicherheitsabstand. Aber das ist eigentlich auch schon das Einzige. Der erste Trick, den könnt ihr auch schon sitzen. Der ist schon mal ganz leicht. Der zweite kommt aber sofort. Da packt ihr rechts an. Wie sieht's aus mit denen? Den muss man sich nicht, ne? Bei den Tricks, die wir jetzt machen, nicht. Okay, gut. Also wenn man richtig Sport damit macht, dann schon irgendwann, aber bei denen braucht, das kann jeder. Also okay. Sitzen ist halt erstmal ganz leicht. Okay, erster Trick, ganz einfach, ein Packungswechsel. Man nimmt das Ding und führt das um seinen Körper herum. Okay. Da merkt man auch, dass man eben so ein bisschen Abstand zu den anderen braucht. Ja. Und das ist eigentlich wirklich, ja, das kann einfach jeder. Ja, und fühlt sich gut an. Am Ende erstmal wieder Pause. Sitzt man wieder. Genau. Ah. Also, so beginnt es. Dann machen wir den ersten Wurftrick. Das ist wirklich auch ganz einfach. Linke Hand offen halten und dann mit der rechten in der Mitte greifen und einmal um 180 Grad drehen und wieder fangen. Okay. Das ist ja schon was für... Perfekt. Genau. Super. Und am Ende ist es halt so, dass man alle Tricks miteinander kombinieren kann. Und das machen wir jetzt auch, sozusagen Übung 1 und Übung 2. Das heißt, wir fassen rechts an, linke Hand offen und lassen ihn wieder reindrehen und machen den Packungswechsel. Und dann wieder. Alter. Genau. Sieht doch schon ganz gut aus bei uns, yeah. Oder? Ah, herrlich. Das Gute an der Nummer ist ja, dass man alles wieder im Sitzen beendet, ne? Genau. Ich ruhe mich ein bisschen aus und für euch gibt's jetzt erstmal die heißesten News von eurer Lieblingsband, Saphir. Saphir ist geil, Hockern ist geil, aber am allergeilsten ist, dass jetzt hier gleich der Florian an der Wand spielen wird. Florian, bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ja? Ist auch gut so, da ist man noch sportlich und aktiver und zu gewinnen gibt's Folgendes für dich, Florian. Es gibt nämlich eine unglaublich fantastische Digitalkamera, kannst du einfach reinchecken, zack. Rinn in den Computer und schon kannst losgehen, Fotos machen, chatten, alles, was du willst. Guter Preis, oder? Ja. Kann man immer mal gebrauchen. So, ja. Du machst natürlich nicht alleine Action an der Wand, sondern du darfst dir noch einen Mitspieler aussuchen. Wen nimmst du denn? Hannes. Den Hannes. Alles klar, dann gehen wir jetzt zu dritt an die Wand. So, und da stehen wir schon, die Wand blinkt, kann ich uns vorstellen, nochmal Florian, Hannes, Hannes, Florian, Florian, Hannes, ja, ja, kennt euch, alles klar, ja, ihr müsst gleich Action geben hier. So, jetzt kommt für euch erstmal natürlich nochmal die Spielregeln, die sind ganz einfach, ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, 30 blaue Tabs zu treffen, grüne Tabs gibt's auch, würde ich allerdings nicht drücken, denn bringt nichts, ja, ihr verliert Zeit. Habt ihr die Regeln verstanden? Ja. Gut, ich aktiviere die Wand für euch und los geht's in 3, 2, 1, go! So, Hannes und Florian, das neue Dreamteam an der Wand. Und Hannes gibt Vollgas. Florian ist auch voll dabei. Wenn es ab und zu mal ein Grüner ist, kann es auf jeden Fall auch mal ein Grüner sein. Das macht nichts. 15 Sekunden noch. Los, Gas geben, ihr Lieben. Es sieht aber sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus für die beiden. Und da hat er gewonnen. Zack. Das ist... Deine Kamera, mein Lieber. Hannes, komm auch noch her zu mir, mein Lieber. So, ich freue mich natürlich. Hast du das gedacht? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Jetzt hast du die Digitalkamera. Sehr schön. Hannes hat Vollgas gegeben.
Philipp Zoe und der Chef der König der Welt kommt auch nochmal hinzu. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Schön, dass wir euch diese Trendsportart näher bringen könnten. Es gibt natürlich noch einen zweiten Preis, nämlich ein Foto. Das unterschreibt ihr jetzt alle nochmal schnell für den Florian, damit er auch glücklich ist. Und ihr Lieben, jetzt gibt's noch etwas für euch. Alle Infos zur Sendung gibt's natürlich auf kickerlive.de und direkt unter mir laufen jetzt gleich die Gewinner vom Miley Cyrus Gewinnspiel lang. Vielleicht seht ihr die schon. Ich hoffe natürlich, dass ihr dabei seid und diese wunderschöne CD und die Tourplakate abgesahnt habt. Bei mir geht's jetzt hier fröhlich weiter. Jawohl, gelb heißt schon, ihr wisst es. Projekt Südafrika geht weiter. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, nicht wahr? Und ihr bleibt jetzt dran. Bis gleich. Tschüss. Thank you.